einem neuen Video hier im LS19. Heute zeige ich euch, wie man das neue DLC Precision Farming benutzt. Und dafür habe ich schon mal eine Map vorbereitet. Genauer gesagt, das ist die Map Ellerbach. Und hier werde ich euch ein kleines Tutorial darüber geben, da das nicht so leicht ist. Als erstes nehmen wir uns den John Deere Gator. Also tun damit Boden, wie heißt das? Bodenproben, genau. Also davor gehen wir nochmal hin. Das ist so ein Häuschen, das ist, findet ihr hier unter platzierbare Objekte und diverses. Da. Liefert deinen Fahrzeug ein besseres GPS-Signal. Das hilft deinen KI-Helfer, um noch präziser zu fahren und ihre Arbeit schneller zu erledigen. Das stimmt nicht ganz. Es kann stimmen, dass er besser fährt. Aber was ich bis jetzt getestet habe, ist, ich habe mit Helfer gearbeitet. Da auf dem Feld ist er besser gefahren. Aber auf dem da drüben, das was dann nur teilweise Ding ist, da hat er gearbeitet wie Sau. Und ich habe den dreimal umändern müssen. Und dann habe ich es einfach gelassen. Ihr könnt die Bodenproben auch schon nehmen, wenn das Ganze noch nicht abgeerntet ist. Aber ich empfehle es euch vor allem, wenn ihr so ein Roleplay-Projekt habt, das ist realistischer. Hier das Feld ist klein und das konnte ich dann noch machen. So, und ihr seht jetzt schon mal, wenn wir X drücken, am PC ist, auf der Xbox ist das recht linker Schulterstick und A. Und dann seht ihr hier auf der Minimap, nur auf der Minikarte, hier immer, ich weiß, ich bin ein bisschen verspätet mit dem Tutorial, aber das sollte ja nichts sein. Wir schauen jetzt, dass wir mal nur das Ding haben. Das sieht hier sehr gut aus. Die grüne Fläche, was ist? Davon werden jetzt die Bodenproben entnommen. Da muss ich selbst nochmal schauen. Genau, also wir senken einmal das Ganze und dann tun wir die Bodenproben entnehmen. Jetzt leuchtet das so. Und dann ist die hier. Ja, müssen wir aussteigen. Drin. Aber noch mal heranzoomen. So. Jetzt brauchen... Achso, ja. AOD vielleicht mal an. Ganz geschickter. So, wir sehen jetzt hier, da ist das ist Brown Market. Da werden jetzt die... Da müssen wir die Proben erst einmal zum Labor. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal ein paar Proben. Ihr könnt hier so viele machen, wie ihr wollt. Das ist unabhängig, ihr könnt da vier Proben, es passen zwar hier nur dann drei rein, aber das ist eigentlich komplett egal, ihr könnt trotzdem noch vier senden. Machen wir hier noch einmal, damit wir hier alles mal grundsätzlich haben. Oh, ihr seht jetzt, entnommene Bodenproben 7 und damit können wir jetzt, wenn wir Z drücken, die Bodenproben sind die entnommenen. Bodenproben werden nun in ein Labor gesendet und diese zu analysieren. Die Ergebnisse werden bald auf der Bodentypenkarte angezeigt. Dankeschön. Ihr seht das jetzt dann. Ding. Sobald wir hier aber das wieder zuklappen, zoomt er wieder raus und da wurden sie schon analysiert. Also zum Abschicken kosten sie nichts, aber fürs Analysieren, ich nehme mal an, da ist schon der Preis dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der John Deere Gator mitgeliefert wird, weil ich nutze den Mod von der Ruf Bergmann, dieses Pack, also vom Farmer Andy. Und da im Shop wird mir das nicht angezeigt, ob von wem das ist. Ich habe aber nur einen drin. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr den dann auch drinnen habt. Da steht nirgendwo was von Abma an. Ich habe nochmal vorgeschaut, der Mod ist aktiviert. Aber auch das Precision Farming und im Trailer ist ja überall zu sehen. Deshalb nehme ich an, dass der Gator auch dabei ist. Und ich glaube, einmal im Trailer stand ja auch, dass der dabei ist. So, nun sind wir jetzt hier auf der Karte da. Ziemlich wurscht, ist alles noch gleich. Wir brauchen jetzt aber die Precision Farming, den Precision Farming Pack. Und hier sehen wir jetzt mal unseren pH-Wert. Wir haben jetzt hier den Bodentypen, wir sehen hier sandiger Lehm.
dass der da oben ist und hier unten ist noch der Lehm. Lehm ist, also der sandige Lehm ist sehr gut, der lehmige Sand ist, glaube ich, sehr schlecht. Also ich glaube, von oben nach unten geht es. Also der schufflige Ton ist, glaube ich, dann der beste. Der Sand, ich habe das mit einem anderen Tutorial, das war ein gutes Beispiel, nämlich wenn ihr was pflanzt in Sand oder in einer Sandkiste mit normalem Sand, wächst nicht so schnell ein Unkraut wie in einer Wiese. Und deshalb ist das hier ist der Sand am schlechtesten, wenn ihr den habt. Man kann die Bodentypen aber dann noch ein bisschen bearbeiten, aber halt nur über sehr lange Zeiten. Nun ja, dann kommen wir jetzt zu den pH-Werten. Rot ist einmal schlecht, das ist einmal logisch. Und wir haben derzeit 5,75, 6 und 6,5, was ziemlich gut ist. Wir wollen natürlich 8. Und das verbessern wir uns. Da ist jetzt was für euch. Entschuldigung, ich bin ja auch ein Troll. Meine Lieben Leute, das ist der Kalker. Entschuldigung, der andere wird verwendet. Ja, geil, da habe ich den Standard-Fan. Sehr schräg. Nee, es ist der Mod. Das ist ein grünes Zeichen. Ah, logisch. Egal, irgendwie will das nicht das IC. Vielleicht habe ich mir auch den falschen gehabt. Ach so, das ist der 900, das ist ja nicht von außen war. Tut mir leid. Egal. Hier jetzt mal der Schwerpunkt drauf. Ihr braucht einen Kalker, um, wie ihr jetzt auf der Karte sehen könnt, jetzt ist hier die pH-Werte angezeigt. Und klappen wir mal aus. Ich habe so selten mit Kalk gearbeitet. Deshalb finde ich das eigentlich gut, weil irgendwie möchte ich das jetzt nutzen, weil jetzt hat das Ganze auch einen Sinn. Wenn ihr seht jetzt schon, dass es ziemlich Echtzeit, verbessern sich hier die pH-Werte auf das Grüne und das ist natürlich das, was wir wollen. Zunächst das. Kommen wir zum Stickstoff. Den kann man. Also den tut man entweder mit zwei Arten machen oder nur mit einem. Ich habe jetzt mal beide vorbereitet, unter anderem mit Dünger. Und da seht ihr auch schon, alles wird wieder grün. Grün. Also nicht das Feld, sondern die Stickstoffwerte. Und dann ist das Ganze natürlich eindeutig wieder besser. Es kostet viel, aber wie viel das kostet, sehen wir dann auch gleich wieder. Oh, easy. Juhu, ein Erfolg! Dünger ein Hektar. Ich habe gewusst, dass der jetzt in der Folge kommt, weil ich einfach noch nie was gedüngt habe. So. Wollen wir nicht düngen? Wir wollen hier düngen. Weil hier haben wir. Hier. So, dann hätten wir auch das geschafft. Obwohl jetzt eigentlich das ganze Feld mit Dünger bestreut worden ist, klappt das irgendwie nicht. Das sind halt noch so ein paar Fehler. Aber wir sehen jetzt, das ist schon auf der besten Stufe, großteils. Aber natürlich, dass wir das auch auf mehreren Feldern hinbekommen, brauchen wir dafür ein Güllefass.
Was ich natürlich nicht vorbereitet habe. Aber ihr könnt das. Ach, ich mach das jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo, ich bin Sir Gülleman, Kusshaus. So, ich habe das jetzt mal alles schnell geholt von Polen. Und siehe da, das Güllefass ist da. Hatte Verspätung anscheinend bei der Lieferung. Eieiei. Während das passiert, zeige ich euch nochmal diese Einstellung. Nämlich, ihr seht hier mit Beistrich oder Komma, kann man die den automatische Ausbringmenge aktivieren oder deaktivieren. Ich würde es euch empfehlen zu aktivieren, da das sehr schwierig ist mit dem Einstellen. Denn ihr seht jetzt hier, wenn ich das nochmal. Na, seht ihr das jetzt noch nicht, weil wir noch nicht am Feld stehen, aber dann seht ihr es. Das kostet. Oh, das ist mir jetzt echt wurscht. So, jetzt seht ihr es. Aktuell, hier sind schon, ist es halt schon sehr gut, aber wir wollen ja auch, dass das für immer so bleibt. Deshalb klappen wir halt das Ding auf und tun halt nochmal Gülle ausbringen. Ja, und das ist nicht so gut. Das ist übrigens nochmal dieser IC. Oh, Fenster auf. Oh, auch noch. So und außer da. Natürlich sollte man halt auch nicht den Motor ändern. So. Wir sehen jetzt hier, der Stickstoffgehalt ist schon um einiges besser. Am anderen Feld halt sehr gering. Wie halt bei uns auch vorher, aber wir haben hier halt schon die. Jetzt kommen wir zum Antrag. Wir haben derzeit hier 65 und das ist nicht so lustig. Deshalb, also es ist nicht lustig, aber damit müssen wir jetzt mal klarkommen. Willkommen in Ihrem Feld. Grüß dich. Ach. Da hat mich schon der Google Assistant nachgerufen. Der ist auch schon in meinem Traktor verbaut. Da sagt dir nichts. Ah. Aber wir sind jetzt noch nicht ganz fertig. Herr VLP hat mal wieder was vorbereitet. Ja, der Herr VLP. Lassen Sie mich hier mal raus, Mensch. Danke. Immer lasse ich den Motor rennen. Willkommen in Ihrem Feld. Oh, da renne ich aber ganz schnell. Oh, ganz. Doch, da sehen wir alles perfekt. Das ist eigentlich sehr gut. Jetzt müssen wir warten, bis die Saat fertig ist. Ah ja. Klappen wir das Ganze auf, senken das Schneider weg und let's go. Weg. Ist das noch? Lass mal GPS fahren. Strohablage, wie macht man die nochmal aus? Komm, hätte ich sogar geglaubt. Also das Ganze macht das Ganze wirklich intelligenter. Muss man sagen, weil sowas gar, hätte man früher in der Lesson nie haben können. Und deshalb mache ich das DLC sehr, um ja. Da erkennt das GPS gerade die Straße.
Ich empfehle euch das DLC, wenn ihr Realist seid. Also so wie ich, der gerne Realismus spielt. Wenn ihr jetzt so einer seid wie, was auch nicht, irgendwelche anderen, die Realismus null juckt, die einfach spielen möchten, ernten möchten und das war's, empfehle ich ihn euch nicht. Weil das geht dann zu viel ins Detail und sowas macht man normalerweise auch nicht als Realist. Ich würde es nicht machen, aber jetzt, wenn ich das DLC aktiviere, dann mache ich es sicher. Weil das empfiehlt mir alles. Da weiß ich, wie viel Geld ich reinstecke. Eigentlich würde ich es ja gerne bei Projekten aktivieren. Nur bei so einer XXL-Farm oder bei Story of a Farmer wäre es geil. Das muss ich sagen. Weil da passt es zum Realismus dazu, aber sonst eher weniger. Das Story of a Farmer wird auch noch weitergehen. Da kommt, er wird jetzt der Sommer kommt mit der großen Ernte und mit der ersten. Und ich muss jetzt endlich wieder Story of a Farmer vor Startleben noch fertig machen, weil der LS19 ist nur jetzt noch ein weniger als wie ein Jahr. Ich habe noch einen Nachfolger, der noch cooler ist, wie es Story of a Farmer geplant und den möchte ich halt unbedingt noch umsetzen. Und der schaut dann im Dezember nächsten Jahres noch den LS19. Macht keiner mehr. Weil's jeder spielt nur noch mehr LS22 oder wie der halt dann heißt, wenn er überhaupt nächstes Jahr rauskommt. Das ist ja auch noch nicht einmal sicher. Aber er wird wahrscheinlich rauskommen nächstes Jahr. Wurde ja nur verschoben wegen der Konsolengeneration. Ist wahrscheinlich ein Grund, haben sie vermutet man. Dass der jetzt irgendwie besser ist, man mag es kaum. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich das nächste Mal halt 115%. Das ist halt dann das Plus und wir sind jetzt schon im 5000 ein. Wir nehmen 5000 ein und wir sehen hier auch, das steigt die ganze Zeit. So, das Feld ist abgeerntet. Wir haben 93%, wenn das jetzt mal abladen. Geht das mal? Nee, muss mal weiter weg. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Ertrag an. 7000 würde uns das bringen, wenn wir das derzeit verkaufen, was ein Plus von 4% ist, wodurch wir jetzt wieder im Plus sind. Das heißt, wir machen plus 5. Jetzt nur mit dem Bodenbrummen und das alles einmal kriegen, machen wir insgesamt 5000 plus, was eigentlich ziemlich in Ordnung ist. Das so fällt sogar eigentlich sehr gut. Und ja. Sieht schöner aus. Ist das da? Ah, das ist dann nicht gut. Aber egal, das sieht so schön aus und somit machen wir ein Plus von 5%. Jetzt war es das aber trotzdem mit diesem Video. Jetzt sehen wir wieder, der pH-Wert ist mal wieder nicht zu super drüber. Er wurde jetzt wieder gesenkt und deshalb müssen wir dann beim nächsten Mal wieder von vorne anfangen. Ich hoffe, ich hat dieses Tutorial gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Danke für die 30 Abonnenten und fast 2000 Aufrufe. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao!